Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Mafia 3. Ja, was soll ich sagen? Wie ich es letzte Mal schon versprochen hatte, will ich mich jetzt hier mal um den letzten Anführer in Point Verdant kümmern und hoffe, dass da noch genügend Zeit bleibt, um den letzten Schurken, der danach ansteht, platt zu machen, damit ich dann endlich mal dieses Viertel an Thomas Burke übergeben kann. Und danach bin ich mir sicher, folgt dann schon die nächste interessante Sequenz, in der dann gemeinsam in einer Viererrunde besprochen wird, wie es dann in der Geschichte weitergehen soll. Ich hoffe, die Zeit reicht dafür aus, dass wir das schaffen heute. Und ansonsten, ja, lasst euch einfach mal überraschen, was passiert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und alles andere wird sich dann zeigen. Bis dann. In unserer heutigen ganz besonderen Folge von Native Son haben wir einen Mann zu Gast, den viele von euch kennen oder denen er zumindest ein Begriff ist. Mr. Hollis Dupree. Es ist nur wenige Wochen her, dass Mr. Dupree wohnhaft in South Downs in eine tragische Schießerei verwickelt wurde. Der Staat Louisiana hielt es für angebracht, Mr. Dupree wegen dieses unglücklichen Zwischenfalls vor Gericht zu stellen. Mr. Dupree. Willkommen im Studio. Ich höre Ihre Sendung schon sehr lange. Danke, Mr. Dupree. Rutschen Sie doch ein bisschen näher ans Mikrofon. Also, zuerst möchte ich Ihnen im Namen der Hörer für Ihren Dienst an unserem Land danken. Wann haben Sie noch mal gedient? 45 wurde ich nach Luzon geschickt. Mit den Marines, ja? Jawohl, Sir. Hab von der Operation immer noch ein Schrapnell im Arm stecken. Ein paar Jahre später war ich dann noch mal an der Front. In Korea. Lass Sie nicht sagen. Sie scheinen ja wirklich keiner zu sein, den man so leicht Angst anjagen kann. Ach, über sowas habe ich nie groß nachgedacht. Wenn dein Land sagt, tu was, dann hast du's getan. So war das damals. Tja, das passt aber irgendwie nicht in das Bild, das die Zeitungen aus dem Norden, von Ihnen zeichnen wollen. Das Bild eines weißen Mannes, ängstlich, paranoid, der zwei unschuldige farbige Jungs abknallt. Na, weil die nicht dabei waren. Die sind nicht aus New Bordeaux. Wir haben hier eine andere Situation mit unseren Farbigen. Wir belassen dies nicht beim Demonstrieren. Ein paar von unseren Hörern fehlen die Zusammenhänge. Erklären Sie es ein wenig. Als Sie durch den Spion sahen, was glaubten Sie, wer vor Ihrer Tür stand? Ich dachte, es wäre dieser Kindermigger. Also, ich dachte, es wäre dieser Farbige, von dem man dauernd hört. Dieser Verrückte. Ja, ich habe solche Gerüchte ebenfalls gehört. Für mich sieht es so aus, als gäbe es da einen Typus von Veteranen, schwarzen Veteranen. Und wenn die heimkehren, sind sie irgendwie vergiftet. Gewalttätig. Wütend. Man fühlt sich als Weißer nicht mehr sicher in dieser Stadt. Da gibt's Farbige, die halten nicht mehr nur Transparente hoch oder hocken sich in Lokale und Busse rein. Die meinen plötzlich, es muss sich was verändern. Die werden von außerhalb aufgehetzt, verrückt gemacht. Das ging Ihnen also durch den Kopf, als dieser McCall vor Ihrer Tür stand, ja? Wir haben ja nicht so viele Farbige in South Downs. Was soll ich denn davon halten, wenn einer von denen zu so einer Uhrzeit an meine Haustür hämmert? Liebe Hörer, es hat viel Wirbel um McCall und Harris gegeben und um die Tatsache, dass sie in der Army waren. Doch von Seiten der Regierung ist nichts Näheres über McCalls Dienstzeit zu erfahren. Und Harris hat ein Jugendstrafregister, das die Stadt anscheinend eisern unter Verschluss hält. Haben wir nicht das Recht zu erfahren, ob er eine kriminelle Vergangenheit hatte? Auf jeden Fall, Sir, ganz bestimmt. Mr. Dupree, bis zum Prozess befinden Sie sich ja ohne Kaution auf freiem Fuß. Wie sieht Ihr Leben denn derzeit aus? Naja, vor meinem Haus brüllen lauter Farbige rum. Gestern Abend hat mir einer einen Ziegelstein durchs Fenster geschmissen und... Ich brauche Nachschub in Point Verdun. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Gut, damit wären wir hier jetzt erstmal vor der Fleischerei angekommen. Und... Ja, was der Typ da im Radio jetzt gerade erzählt hat, das ist schon ein bisschen seltsam, das Ganze. Kann ich jetzt so
so nicht nachvollziehen. Das Geschwafel. Aber das gehört hier wohl zur Geschichte. Jetzt schauen wir mal, was wir hier erreichen können. Und ob wir hier irgendwelche Gegner finden. Aber so aus dem Sichtwinkel schwierig. Also, so wird es nix. Wäre ich ja nicht bekloppt, hätte die Eier noch die Blut zu verarschen. Ich versuche immer noch rauszufinden, wie dieser Neger, der Ralph abgeholt hat, ins Bild passt. Ein Partner? Auf keinen Fall. Ralphs Leute sind seit Urzeiten in der Southern Union. Kann mir nicht vorstellen, dass er mit einem Nigger zusammenarbeitet. Das heißt nichts Gutes. Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Na komm halt raus. Wollt ihr ihn dann suchen? Jetzt könnte es interessant werden. Der Wachposten biegt wieder ab. Probieren wir mal was anderes. Ich habe hier noch so ein Screaming Sammy. Oder Zemi, oder wie sich das ausspricht. Immer noch keine Lust. Andere kommt. Bleibt stehen. Ist das euer Ernst? Nicht zurücksehen! Erschießt euch diesen dämlichen Bastard! Ich werde doch deinen Leichnam essen und deine Mutter verprügeln! Schickt alle her! Okay, jetzt wird's wirklich spannend. Hui. Da kommt noch einer. Jetzt krepier schon. Jupp. Da kann ich gleich nochmal meinen Waffenhändler bestellen. Bin gleich da. Da komm schon, jetzt krepier. Gutes Timing! Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab.
Gut. Werde ich mir wohl einen anderen Weg suchen müssen, um da reinzukommen. Jetzt wird's lustig. Scheiße, er ist weg, verdammt nochmal! Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Wer ist da? Jetzt brennt es richtig! Feige. Gerade noch einer hier draußen unterwegs. Na schön. Ach, da hinten. Ich zieh den Kopf ein. Okay, hab ihn scheinbar erwischt. Da ist noch einer. Verdammt, wir müssen dieses Arschloch finden! Ist.
Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. So. Ist die Frage, wer hier stirbt. Ich bin's gerade mal nicht. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Die Schüsse kamen von da. Ich frage mich wirklich, ob er hier ist. Soll jetzt hier zum Kuckuck der Medizinschrank sein? Ah, da ist er. Hä? Na komm. Es gibt nur begrenzt Plätze, sich zu verstecken. Ich hab einen. Kommst du jetzt? So. Komm und hol mich, Junge! Schau da drüben nach. Vielleicht ist der hier drüben. Mal sehen, wo das Geräusch herkam. Er lässt mich hier nicht weg. Verdammt, er hat mich erwischt. Probier's mal mit mir, Großer! Warum finden Sie diesen Pisser nicht? Er gehört verdammt! Kommt hierher! Da! Sehe ihn! Du könntest der Bratwurstkönig von New Bordeaux sein, wenn du für mich arbeitest. Na, wie klingt das, Sonny? Na sicher. Ich mag es sowieso irgendwie, hier zu arbeiten. Gut. Burks Leute werden sich melden. Gut. Damit steigern wir natürlich den Umsatz von Burke. Wir haben wieder einen Gefallen verdient. Und Cops in der Nähe ist auch interessant. Fiona liefert dir die Position aller Cops im Einsatzgebiet. Sehr nett. Das lässt sich bestimmt mal nutzen. Was auch schön ist, ein Informant verschont, ein Boss verschont. Das ist alles ganz gut.
So, das Ding werden wir jetzt in Burke zuweisen, was anderes bleibt eh nicht übrig. Und alles Weitere wird sich dann gleich zeigen. Der Schlachthof ist sauber. Schickt deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. Mr. Clay geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Cassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. Sehr schön. Also, das hätten wir geschafft. Hier ist noch ein Sammelobjekt. Das werde ich mir jetzt mal noch angeln. Genau, dieses Vargas-Gemälde ist das. Das hing irgendwo... Ich habe eine Menge Horrorgeschichten gehört, was in diesen Räumen passiert ist. Ah ja? Jetzt schreiben wir selbst welche. Das ist jetzt irgendwo oben abzuholen. Jetzt muss ich bloß einen Weg finden, wieder nach oben zu kommen. Das führt bloß nach draußen. Das? Ich habe gestern diesen humpelnden Arsch von Burke gesehen, wie er über den Bürgersteig wankte. Ach so, die ganze Hose vorne voll gepisst. Ich weiß, Mr. Barbieri sagt, wir dürfen den irischen Penner nicht anrühren, aber ich möchte nichts lieber als ihm mit einem Baseballschläger auch das andere Bein zu zertrümmern und ihn zum Vollkrüppel machen. Sehr freundlich. Irgendwo da hinten muss noch Geld liegen. Genau, da liegt's. Da liegt was. Ist ja nett. So, hier komme ich jetzt wenigstens mal nach oben. Ah, genau. Clay, gut, dass der Laden wieder in Ihrer Hand ist. Die scheiß Spaghettis haben einen Saustall draus gemacht. Nicht schlecht. Das ganze Geld abgeräumt, damit habe ich schon wieder 5000 Dollar beieinander. Cool. Hier komme ich raus. Alles klar. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Klar doch, Cher. Bin schon unterwegs. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Wehe, du verlierst das. Bonsoir, Cher. Gut, dann schauen wir uns mal an, was jetzt noch für Ziele ausstehen. Erledige den Schlachter, kehre zu Burke zurück,
Das ist das eine. Und ansonsten nur diese zwei Nebenmissionen, mehr haben wir nicht. Gut, dann machen wir das jetzt auch. Das wird lustig. Ach, Scheiße. Auf der Suche. Schön, such dir mal. Ich bieg trotzdem mal hier rein ab. Ach nein. Ach du Scheiße. Nee, oder? Die verfolgen mich sogar bis auf den Schrotthof hier. Scheiße. Kacke. Eieiei. So einen Krempel habe ich vielleicht gerade noch gebraucht. Man kann die Mädels nicht mehr von den Jungs unterscheiden. Eigentlich schon. Das war bestimmt nicht mit Absicht. So. Dann warten wir mal ab, bis der Käse sich da gelegt hat. Passt, sehr schön. Ich warte trotzdem mal noch einen kurzen Moment. Nicht, dass da noch jemand auf dumme Gedanken kommt. Aber ja, gehen wir mal zum Burke zurück. Hier gibt es keinen Zugang. Vielleicht so. Okay. Was ich aber mal ausprobieren müsste, ob ich da rauskomme. Stehen immer noch hier. Na, das schaut jetzt nicht wirklich danach aus, als würde man hier rauskommen. Schade, das wäre eigentlich ein netter Fluchtweg.
Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt, und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke. Du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist noch nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du? Verziehst dich aufs Dach. Und noch was. Wenn du abhaust, niete ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir's. Alles in Ordnung, Kleine? Wie bitte? Mein Pap fragt, wie es mir geht? Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Linke Seite! Linke Seite! Fang an zu ballern und hör nicht wieder auf! Oh, aber gar nicht. Voller Topf, Rechts von dir, pass auf! Von dir wird nichts mehr übrig bleiben. Eine Liga von Burke geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Nieren haben. Kapiert? Ich reiß dich so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend. Ich hab ihn alle. Ich kann mich nicht bewegen. Der Kleine gehört mir. Gibt es noch mehr?
Hey, ihr Nachtwächter. Verflixt nochmal. Du bist geliefert. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn. Sperren etwas auf. Verflixt nochmal. Und wo ballern die denn jetzt? Da hockt einer. Irgendwelche letzten Worte, Arschloch? Verdammt, ich seh ihn gerade. Haben wir es jetzt bald mal? Gibt's ja nicht. Okay. Hättest ein paar Kugeln aufheben sollen. Ein Team aus einem Iren und einem Nigger. Verdammte Scheiße. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben muss. Was soll ich sagen? Die Welt dreht sich weiter. Der lebt ja immer noch. Sieh an, du bist ja immer noch, du Arschloch. Selber Arschloch. Reiß dein Maul ruhig auf. Lang hast du ja nicht mehr. Was denkst du, was wird als nächstes? Du kannst ab direkt neben mir. Du und dein ganzer Scheißladen. In der Hölle kannst du mit dem Schwanz lutschen. Alles okay. Nimm seine Beine. Wir müssen ihn in die Garage bringen. Fette Sau.
Wir konnten nie exakt rekonstruieren, was passiert war mit Barbieri. Vor allem, weil sein Leichnam erst Mitte der 80er gefunden wurde. Ein Armeekorps war zufällig damit beschäftigt, Teile des Mississippi auszubaggern. Und da fand man seine Leiche im Kofferraum eines alten Autos. Seine beiden Beine waren so oft gebrochen worden, dass kaum noch ein Knochen übrig war. Respekt. Die Aktion hat sich auf jeden Fall gelohnt. Trifft Burke bei der Brennerei. Pinkerton Titan. Okay, neues Fahrzeug. Ja, schauen wir doch mal hier rein. Und, wie kommst du voran? Ich bin ein Mann, der seine Versprechen hält. Und das hier ist dein voller Anteil. Die Iren sind froh, dass der Schlachter nicht in den Straßen rumschleicht. Gut. Damit ist eigentlich ein wichtiger Abschnitt erstmal geschafft. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal Pause. Und die Geschichte selber treiben wir dann in der nächsten Runde vorwärts. Die Ziele schauen wir uns dann auch beim nächsten Mal genauer an. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Der letzte Abschnitt oben auf dem Dach hier fand ich war ganz lustig. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ruhig mal den einen oder anderen Kommentar. Ich würde mich natürlich freuen. Ansonsten sage ich erstmal gute Nacht, haltet die Ohren steif und viel Spaß beim Zocken. Bis denn. Gut, schaut so aus, als würde der nächste Abschnitt hier noch zu dem Thema dazugehören. Deswegen will ich das mal doch noch schnell in Angriff nehmen. Es ist nur die Frage, warum stehen hier die Karren noch so dämlich rum? Wobei... Ja, ja, genau. Mit dem Haufen Schrott hier im Weg kommt man nicht durch. Hollywood-Sex-Symbol der 30er wurde für einen Federico Fellini-Film engagiert, der das dekadente Leben im alten Rom beschreibt. Die 76 Jahre alte Diva wird in den Westen... Ach du Scheiße. Nicht schon wieder. Ah, toll. Ich bin dann mal weg. Scheinbar habe ich mir jetzt das Auto demoliert. Nö. Ach, da gibt's was zum Einsammeln. Schau mal. Einer guck. Und da komme ich am sinnvollsten von vorne rein. Gut. Jetzt macht euch hier nicht so breit. Anhaltende Feuergefechte melden. Weder wir noch die Polizei konnten diese Berichte bislang bestätigen. Doch wir halten sie auf dem Laufenden. So. I not leave thee.
thy lone one to pine on the stem. Since the lonely are sleeping, go sleep though with them. Bist du schon fertig mit Barbieri? Barbieri? Nein. Bei weitem noch nicht. Bis der krepiert. Das dauert. Was dich angeht, du bist aufgetaucht, wie Lazarus, persönlich. Mein erster Gedanke war, dieser schwarze Bastard ist entweder der glücklichste Hurensohn, den ich je in meinem Leben gesehen habe, oder einer von denen, die eine magische Anziehungskraft auf Pech ausüben. Ich war mir verdammt sicher, es wäre Letzteres. Ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Dann könntest du ja jetzt anfangen, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen. Okay. Dann nenne ich dich jetzt Lincoln. Das ist lustig. Wir verlieren etwas. Und reden uns ein, wir müssen die Qualen, die wir erlitten haben, nur an andere weitergeben. Dann vergeht der Schmerz, der sich in uns aufgetürmt hat. Tut er aber nicht, oder? Nein. Tut er nicht. Ich habe mein ganzes beschissenes Leben immer nur gekämpft. Gegen jeden, der daherkam. Auch wenn er mir helfen wollte. Und wohin hat mich das gebracht? Es hat keinen Sinn, daran was zu ändern. Es muss weitergehen. Jetzt, wo du in Irish Point wieder am Start bist, würde ich dich bitten, so viel Kohle wie möglich ranzuschaffen. Diese Marcano-Sache wird nicht billig. Das heißt ja wohl, dass du dann auch einen Teil der Einnahmen willst. So sieht's aus. Kann ich gerade behaupten, dass ich zu denen gehöre, die gern teilen. Aber Geschäft ist Geschäft. Nicky soll sich um den Schnaps kümmern, wenn eine Lieferung kommt, aber das Zeug liefert sich nicht von allein. Du ahnst ja gar nicht, wie viel Schnaps das ist. Geh und red mit ihr. Sie müsste hier sein, wenn sie nicht gerade auf Wachteljagd ist. Ist doch gar nicht Saison. Tja, darum schert die sich doch einen Dreck. Naja. Oh, Scheiße. Entschuldige mich bitte. Ich gehe mal wieder zu Mr. Barbieri. Ich lasse ihn ungern so lang allein. Den Guten. Okay, damit haben wir jetzt eigentlich das Birze für Burke wieder zurückerobert. Einen weiteren Gefallen haben wir. Burke kommt für die Kosten des Anrufs auf. Ja, die Geschäfte haben wir im Bezirk. Im Bezirk selber noch nicht. Das Ding weist mir ihm jetzt einfach zu und alles ist gut. Würde er sich aber eine einfangen. Komm. Okay, die vom Leben Gefickten, eine emotionale Bindung, Story-Auftrag. Die kommen immer irgendwann. Berufe ein Treffen ein. Ach ja, das Treffen. Ein Gefallen.
Jetzt wird's interessant. Wenn du den besten Schwarzgebrannten suchst, hier findest du ihn. Da hinten steht meine Mühle drin, ganz toll. Whisky, überall Whisky. Kein Tropfen zu trinken. Ich bin ein Freund für da. Brauch einen neuen Wagen. Hi, ich bring ihn dir sofort rüber. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß das zu schätzen. Oh, damit mache ich mich jetzt mal auf den Weg ins Bayou. Oh. Da werden wir uns das Treffen mal ansehen. Mendo. Ja, bei dem Treffen wird dann erstmal weiterhin geklärt, wie es in der Geschichte vorwärts geht und wie die Aufteilung der Bezirke dann weiter funktioniert. Das wird auch nochmal spannend, diese Treffen sind dann öfter mal am Start, wenn dann die einzelnen späteren Bezirke wieder abzugrasen. Hä? Abzugrasen sind? Wieso zeigt das Ding jetzt auf einmal in die andere Richtung? Habe ich was verpasst? Was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Falsch abgebogen. Sauerei. Jetzt mache ich mal eins noch. Ich werde mir das hier mal anschauen. Was können wir denn jetzt hier treiben? Motoren. Auspuff, Getriebeübersetzung. Okay. Supercharger Kit 1. 5er, 6er. Okay. Auspuff. Sowas. Sowas. Standard. Beschleunigung. Höchstgeschwindigkeit. Gute Frage. Echt gute Frage. Standard hat er Geschwindigkeit 70, Beschleunigung 69, Belastbarkeit 62, Händler. Da geht die Geschwindigkeit runter, aber die Beschleunigung hoch. Kids. Okay. Eck ist noch komplett gesperrt. Was haben wir da? Markiere. Räder. Standard oder Performance? Dann. Bord 1. Bord 4. 5. Basic Offroad. Okay. Das schaut ja heftig krank aus. Nee, nee.
fast schon so. Zubehör? Was haben wir denn an Zubehör? Farbe Innenraum. Das machen wir so. Ach, Typ Coupé. Rio. Offen. Kennzeichen. Gibt's. Das passt. Okay, dann noch den Lackierer. Fahrzeuglackierer. Ich gern sowas. Kleber. So. Steht im Moment nur der hier zur Verfügung, ist okay. Scheibentönung. Mach mal auch so. Okay. Denke daran, dass du Performance-Upgrades für dein Fahrzeug jederzeit beim mobilen Waffenhändler kaufen kannst. Das könnte nochmal interessant werden später. So. Papst Paul VI. Hat heute Kritiker seines Verbots der Geburtenkontrolle gerügt und warf vielen Katholiken eine scheinheilige Haltung bezüglich der Sünde vor. Manche vermuten, er habe damit die Theologen gemeint, die seine Enzyklika zur Geburtenkontrolle als nicht unfehlbar ansehen. Yeah.
Denkst du, ich habe vergessen, was du getan hast? Und wenn du Makano noch so oft die Schuld gibst, deine Männer haben uns überfallen. Meine Männer haben Befehle ausgeführt. Bei uns gibt es Regeln. Nicht mein Problem, wenn deine Leute das nicht kapieren. Wenn du mir so kommst, mache ich es eben zu deinem verdammten Problem. Aber wen sehe ich denn da? Ach du Scheiße, das widerlichste Sackgesicht der ganzen Stadt, Thomas Burke. Wichser, was hast du da gesagt? Nimm die Knarre runter, Burke. Wir werden es nur zusammen schaffen, Makano zur Strecke zu bringen. Also Schluss mit dem Scheiß. Was redest du denn da? Die zwei haben für Makano gearbeitet. Und deren? Weißt du, wie viele von meinen Männern dieses Arschloch da gekillt hat, weil Makano es ihm befohlen hat? Vergiss es. Bild dir bloß nicht ein, dass ich einem von den beiden je vertrauen werde. Nein, nicht. Das ist mir doch sowas von scheißegal. Du vertraust ihnen nicht? Gut. Ich vertraue nämlich keinem von euch. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich Barbieri rausgekickt, Doucette und seine Männer umgenietet und deinen Arsch vor Greco in Sicherheit gebracht habe. Ihr könnt euch hier und jetzt entscheiden, ob ihr euch verpissen wollt oder bereit seid mitzuziehen. Aber merkt euch eine Sache. Wenn einer von euch diesen Raum jetzt verlässt, landet sein Name auf meiner Liste direkt unter dem von Makano. Also, wenn wir mit der Kindergartenscheiße durch sind, können wir uns ja jetzt mit dem Plan befassen. Um eine Organisation dieser Größe auszuschalten, müssen wir mit den Leuten an der Basis anfangen und uns dann nach oben hocharbeiten. Genau wie in Vietnam. Ja, beim Militär haben sie euch den Kopf mit all dieser Taktik-Scheiße vollgestopft. Aber vergessen wir den ganzen Quatsch. Ich schlag vor, wir fahren hin und knallen ihn ab. Das dauert nicht mehr als eine Stunde. Je nachdem, wie viel Verkehr ist. Und was passiert deiner Meinung nach dann? Werden sich alle anderen brav hinlegen und sterben, du minder bemitteltes, blödes Schwein? Pass auf, was du sagst! Du hast recht. Wenn wir nur Makano killen, bringt uns das gar nichts. Dann übernehmen seine Brüder und wir stehen wieder am Anfang. Also sind unsere ersten Ziele seine Lieutenants. Wir machen sie kalt, sichern uns ihr Territorium und machen weiter mit den Kapos. Wenn die Lieutenants und die Kapos Geschichte sind, ist Makano völlig isoliert. Und dann ist seine Zeit gekommen. Und was passiert mit den Territorien, die wir Makanos Leuten abgenommen haben? Sobald wir die klar gemacht haben, werde ich entscheiden, wer sich worum kümmert. Ich verteile die Distrikte, ihr kümmert euch um die Geschäfte und alles, aber ihr müsst sie auch verteidigen, sonst holt der Bastard sie sich zurück. Verstanden? Okay, weiter geht's. Ihr kennt doch das Gebäude am anderen Ufer des Sees, hm? Er baut dort ein Casino. Makano versucht, sich ein legales Standbein aufzubauen. Fast sein gesamtes Vermögen steckt in dem Projekt. Also wenn er irgendwann rausfindet, was wir vorhaben, kann er nicht mehr flexibel reagieren. Und noch wichtiger, es ist für ihn eine persönliche Geschichte. Emotionen machen Menschen irrational und gierig. Genau da setzen wir an. Am Herz, da wo es weh tut. Hey, nette Ansprache. Haben Sie es gefressen? Scheißegal. Die sind alle so gierig oder haben so einen Hals auf Makano, dass sie schon mitmachen. Es sei denn, einer probiert, ob ihm die Krone auch passt. Und wenn schon, damit komme ich klar. Hey, die Fotos waren schon ganz gut für den Anfang, aber ich brauche jetzt genauere Informationen über die Lieutenants. Wo machen sie ihre Geschäfte? Wo hängen sie ab? Was du hast? Die Unterlagen sind soweit vollständig. Wenn du bereit bist, ich bin's auch. Es ist mir auch gelungen, ein paar besorgte Bürger zu rekrutieren, die es gar nicht erwarten können, mehr über die Koalition der Spaghettifresser zu erfahren. Die Informationen, wie du an die rankommst, stehen in dem restlichen Material. Ich danke dir. Soll ich dich mitnehmen? Alles gut, ich fahr selber. Und das systematische Auslöschen von Marcanos Kapos und seinen Leuten war wohl ein Teil des Plans. Muss ich jetzt bei Adam und Eva anfangen? Herrgott. Na schön. Wenn Sie jemanden vernichten wollen, dann zerstören Sie erstmal seine Grundlage. Ist dieselbe Prozedur wie damals in Vietnam. Was jetzt? Auf der Karte sind weitere Aufträge verfügbar. Triff dich mit Donovan und Makano weiterhin die Hölle heiß zu machen. Oder erledige zusätzliche interne Aufträge und Transporte für deine Unterbosse und ihre Lieutenants. Okay. Interne Aufträge und Transporte verschaffen dir zusätzliche Einnahmen und verbessern die Loyalität deiner Unterbosse. Drücke in der Kartenansicht P,
um einen von Donovans Aufträgen oder einen optionalen internen Auftrag oder Transport auszuwählen. Aha. Rennen verfügbar. Willkommen zum New Bordeaux Racing Circuit. Verdiene Tuning-Gegenstände für Fahrzeuge und Kohle für den Abschluss von 12 Rennen auf den düsteren Straßen von New Bordeaux. Rennen gibt es in zwei Klassen, Sport und Exoten. Sportwagenrennen konzentrieren sich auf Performance und Kontrolle mit verschiedenen amerikanischen Muscle Cars. Exotenklasse-Rennen bauen auf hochtourige Fahrzeuge auf Strecken, die deine Ausdauer und Nerven testen. Dein erster Rennevent, Bayou 8, ist nun verfügbar. Du findest ihn auf deiner Karte im Bayou Phantom. Storyauftrag freigeschaltet, die Verblichenen bleiben tot. Storyauftrag freigeschaltet, Blut und Öl. Storyauftrag freigeschaltet, bewiesene Bestechung. Okay. New Bordeaux Racing, optionaler Auftrag freigeschaltet. Rede mit Cassandra, die 45er in meiner Hand, optionaler Auftrag. Rede mit Vito, ich brauche einen Gefallen, optionaler Auftrag freigeschaltet. Rede mit Burke, IRA, keine Fragen, auch optionaler Auftrag. So. Damit gibt es dann in Zukunft jede Menge zu tun. Das Thema hier ist jetzt eigentlich meiner Meinung nach soweit abgeschlossen. Jetzt ist wirklich Zeit aufzuhören. Und wie vorhin schon gesagt, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Und weiterhin viel Spaß beim Zocken. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, hinterlasst doch mal ruhig den einen oder anderen Kommentar. Ja, und alles Weitere, das ergibt sich dann in nächster Zeit. Bis denn, haltet die Ohren steif.